Guten Tag und willkommen zu Part 7 von Super Mario Maker 2. Story Mode. Wie Toadette schon richtig sagt, brauchen wir Münzen, aber ich wollte mich jetzt erstmal ein bisschen nochmal umschauen. Vielleicht gibt es ja hier wieder Random-Aufträge. Hier gibt's was, da kommen wir aber nicht dran. Hier gibt's auch was, das können wir allerdings auch noch nicht lösen. Und wenn, dann wüsste ich nicht wie. Gibt's hier drüben... Oh, der lila Toad. Der hat was. Guck mal, Mario, der gelbe Toad schläft ja einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Natürlich. Wenn du mit Powerblöcken ordentlich Rabatz machst, wacht die Schlafmütze sicher auf. Und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es vor Powerblöcken nur so wimmelt. Also dann, tob dich aus. Besiege alle Stachis und erreiche das Ziel. Rest überlasse ich dann dir. Danke, Toad. Sehr freundlich. Besiege alle Stachis. Oh mein Gott. Alter, was? Jetzt nicht von der Sonne treffen lassen. So. Eigentlich auch easy, der Level. Aber coole Idee. Alter. Ich hoffe, man hört die Sirene nicht im Hintergrund. Also nicht laut im Hintergrund. Aber da das schon sehr nervig sein kann, denke ich, sehen wir uns gleich wieder. So. So. Bis gleich. So, willkommen zurück. Hier der gelbe Toad hat auch noch eine Aufgabe für uns. Das heißt, die machen wir auch direkt im Anschluss. Ja, jetzt bist du ausgeschlafen, ne? Ja. Nachdem du so lange gepennt hast. Ich konnte den von der Bauleiterin gewünschten Steinquader einfach nicht finden. Da habe ich mich erstmal hingelegt. Ja, komm. Ja. Natürlich. Auf jeden Fall war der Cut irgendwie nicht nötig, weil so ungefähr 10 Sekunden, nachdem ich die Aufnahmen beendet habe, war es schon wieder weg. Aber egal. Besser so, als auf Risiko zu gehen und dass es dann hinterher extrem auf die Nerven geht. Sind das die Steinquader oder... Also hätten wir einen Yoshi, würden wir da bestimmt dran kommen, aber so jetzt nicht. Oder müssen wir den erst vom Ende des Levels holen und dann nochmal ganz nach vorne laufen? Wäre natürlich eine coole Idee. Aber ich glaube, dass... Ach doch! Okay. So. Erstmal die wegmachen. Auf die habe ich nämlich überhaupt keine Lust. Auch wenn es nicht nötig ist, holen wir uns hier den One-Up. So, gib her. Alter, was? So, jetzt. Ach ja. Der Steinquader. Oh Mann. Bin gerade ein bisschen, bisschen in Gedanken versunken. Aber macht ja nichts. Boah, die sind so nervig.
Gut, dass wir die mit dem Yoshi wegmachen können. Oh, was? Alter, mach. Ich weiß ja nicht, wie lang noch der Level ist. Ah. Kommen wir nicht hoch. Ah, jetzt so greifen. Komm her, komm her. Ah, da ist das Ziel, da ist das Ziel. Kein Grund zur Panik. Haben wir. Haben wir locker. Nice. Auch wenn mich gerade das Zeitlimit ein bisschen überrascht hat. Weil das hätte auch gut und gerne mal schief gehen können. Aber okay. So finde ich das Zeitlimit sogar... Oh, cool. Das ist nice. Also so finde ich das Zeitlimit quasi am besten. Also wenn es nicht so ganz großzügig ist. Weil sonst hat man überhaupt keinen Druck dadurch. Ist klar. Also ich fand das Zeitlimit echt gut gesetzt. Ich hätte da auch noch einen Auftrag für dich. Hier, willst du mal sehen? Steintransport mit Katzen-Mario. Oh. Oh. Ich meine, ja. Ich mag das 3D-World-Theme, aber... Ich weiß nicht, ob das böse werden könnte mit Abgründen und so. Wenn man dann denkt, okay, ich kann da klettern, aber man hat dann einen Steinquader in der Hand, also kann man es nicht. Ja. Mal schauen. Werden wir davon eigentlich zerquetscht von dem Steinquader? Ich würde es eigentlich gerne mal ausprobieren. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Aber okay. Oh, Moment. Nein, werden wir nicht. Was mache ich eigentlich hier? Ich muss ihn gar nicht damit hochnehmen. Ist ein Secret? Na, nicht wirklich. Ist ja cool, wenn die da einen Zinn gepackt hätten. So ein 10er-Coin oder so. Kann ich... Ja, doch. Okay. Hab mich gerade schon ein bisschen gewundert. Und hier auch wieder so ein knappes Zeitlimit. Das finde ich tatsächlich gut. Nice. So. Haben sie auch gut bedacht mit der Glasröhre? Dass man... Wäre der jetzt in die Hölle runtergefallen, ne? Würde eigentlich gern wissen, ob da oben noch ein Secret ist. Aber wir müssen da oben lang, weil irgendwie kommen wir da nicht durch. Oh. Ja. Mal schauen, wie lang das hier noch geht. Ah, jetzt habe ich den großen Sprung nicht hinbekommen. Schade. Ach was. Okay. Oh nein, wir hätten ihn umdrehen müssen. Komm, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Heißt, wir rennen kurz zurück. Wobei, am besten nicht. Ich hoffe, er ist jetzt nicht despawned. Sonst RIP. Okay. Ist er nicht. Ja, komm. Wahrscheinlich kriegt man die 30er-Coin nicht mehr, wenn man es einmal nicht geblickt hat. Schade, aber... Okay.
Dann halt nicht. Baut er jetzt nochmal so eine Skulptur dahin? Ich meine, da wäre noch Platz. Danke für den Steinquader. Ich werde ein echtes Kunstwerk daraus machen. Wart's nur ab. Ein Jeep Jeep. Nice. Und natürlich... Was? Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil es nice aussieht. Und natürlich hat er noch einen Auftrag. Immerhin ist da noch ein Platz frei. Und 3-Sterne-Auftrag. Okay. Das packst du mit links, ja. Ich denke auch. Steinquader im Fluss. Was ist das jetzt für ein Stil? NSMBU? Ja, anscheinend. Wie es keinen Sinn macht, dass man mit dem auftreibt. Ja, wir kriegen sogar ein Power-Up. Oh. Wa? Ja, okay. Hauptsache, der Typ ist tot. Und bereitet uns keine Probleme mehr. Vielleicht kriegen wir hier einen neuen Pilz. Nein. Ja, dachte ich mir aber eigentlich auch schon. Aber nicht so schlimm. Oh. Oh. Wie weit sinkt das? Ach was. Okay. Ja gut, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Also keine Hektik. Nicht, dass wir hier noch drauf gehen und ich mich dann ärgern muss. So, Pilz gibt's sogar auch noch. Schön. Wobei, irgendwie auch unnötig, weil der Level ist einfach genug. Hier muss man wieder eine Brücke bauen. Ah, aber für uns selber, nicht für den Wirbelwind. Okay. Ach so, okay, das Wasser hilft einem. Habe ich gerade schon gewundert. Naja, egal, nochmal. Wir haben ja Zeit. Ernsthaft? Okay. Na gut. Egal. So. Unterm Strich haben wir 60 Münzen gesammelt. Was macht er jetzt? Ich würde sagen, entweder ein Mario, aber weil der nicht so gut passt, würde ich dann eher sagen, einen Koopa. Yes! Geil. Wobei der jetzt auch nicht so gepasst hätte, wenn ich so drüber nachdenke. Also schon irgendwie, weil es halt die ersten 3 Gegner sind. Aus SMB, aber... Was ist denn jetzt passiert? Oh weh, oh weh, oh weh, es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden, also lies bitte einfach das hier. Toad-Rettungsmission. Der rote Toad wurde entführt. Ja, und? Nein. Wir müssen ihn natürlich retten. Also los geht's.
Oh, was? Oh, cool. Oh, wie nice. Und wir kriegen sogar eine Feuerblume. Dann dürfte dieser Level hier absolut keine Problem, kein Problem darstellen. Keine Problem. aber okay, ist trotzdem eine 2-Sterne-Mission. Also sollten wir achtsam bleiben. Wobei bisher ist es eigentlich noch relativ entspannt, finde ich. Ach, die können einen... Die können dann auch verfolgen. Okay. Ja, okay, macht Sinn, weil... Das ist nun mal das, was solche Fischbauern tun, aber... Na... Hier in diesem Theme ist es schon irgendwie ein bisschen komisch. Am besten jetzt... Was? Achso. Ja gut. Egal, wir kriegen hier neue Blumen. Alles in Ordnung. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Das Zeitlimit ist auch kein Problem, also... Ja. So, jetzt aber. Was machst du? Ich wollte da auf dem Bumper vernünftig springen, aber irgendwie hat er den Sprung nicht angenommen. So. Mann, oder kann man B einfach gedrückt halten? Ja, kann man. Okay. Ja gut, das macht es dann natürlich einfacher. Das ging, glaube ich, zu NSMBW-Zeiten noch nicht. Aber okay. Wir sind... Was? Wieso schon wieder nur 5 Münzen, Mann? Ich meine, okay, 5 Münzen sind nicht viel, aber wenn sich das jetzt immer so weiter hochsteckt, dann fehlen mir am Ende irgendwie, ja gut, nicht unbedingt fehlen, aber dann habe ich hinterher 100 Münzen weniger oder so. Roten Toad gerettet. Ja, kein Problem. Ist nur ein paar Mal gestorben. Die Bauleiterin hat von alledem nichts mitbekommen. Naja, vielleicht besser so. Du kannst dich jetzt jedenfalls wieder ganz der Beschaffung von Münzen widmen. Aufträge zu vergeben. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Okay. Oh, hier haben wir ziemlich viele Aufträge noch. Ich habe ein Level mit einer Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Was ist denn das für ein Name? Der ist absolut cool. Halte Y gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten, wenn du in eine Röhre willst. Steige mit R aus. Oh, 3 Sterne. Das wird dann nicht ohne sein. Wegen Scrolling oder was? Ja, gut. Scrolling hat mir noch nie wirklich Probleme bereitet, also passt das schon. Ja. Ich habe jetzt gar nicht diese Funktion hier von der Feuerkutsche benutzt. Was eigentlich relativ dämlich ist, weil immerhin baut das ganze Level darauf auf. Aber ich glaube, es wird sich auch gut anbieten, das im Weltraum zu machen. Also bei diesem Night-Theme. Weil die Gegner vernünftig schweben können. Oh, einen Moment. Bisschen warten. Naja, hier ist sowieso nichts mehr, also... Okay, kein Bonus. Schade. Dann hier rein.
Na gut, vielleicht auf der anderen Seite, wo keine... wo nicht der Checkpoint war, aber egal. Wir haben sowieso eine Feuerblume bekommen, also absolut kein Problem. So, beseitigen wir erstmal die Kanonen. So. Eine Feuerblume jetzt schon wieder. Wobei ich mich frage, wofür. Ist jetzt nicht so schwierig, dass man jetzt sagen würde, okay, wir packen da jetzt nochmal eine Feuerblume hin. So. Oh. Ach so. Ein kleiner Bosskampf sozusagen. So, nice. Wie komisch das aussieht. Oh mein Gott. Und es ist immer noch nicht zu Ende. Oh, schon wieder eine Feuerblume. Ah, die hätte ich vielleicht treiben lassen sollen. Ich glaube, wir bekämpfen sogar Bowser Jr., obwohl man es nicht müsste. Ich meine, hier kann man sogar stehen unten, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir es nicht machen sollten. Okay, einmal treffen lassen. Kann ich noch verschmerzen? Es wäre aber cool, wenn man da so eine Schlüsseltür gemacht hätte. Rechts irgendwie über dem Ziel. Dass man nochmal Münzen bekommt, wenn man ihn besiegt. Ja, haben wir noch Zeit? Ja, ich denke, ein Level geht noch. Kettengreifer Hängepartie. Ich lese mir jetzt einfach mal nicht die Beschreibung durch. Immerhin... Na gut, vielleicht doch. Bei der Arbeit war nicht viel zu tun, habe ich mir ausgedacht, was man mit Kettengreifern alles anstellen kann. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie fallen, was sie gerade gegriffen haben. Probier mal aus, ob du bis zum Ende kommst. Oh, auch eine coole Idee. Nice. Mega gut. Wenn man ihn hier fallen lässt. Ah. Okay, kriegt man einen Pilz. Braucht man jetzt zwar nicht unbedingt hier, aber... Ja gut. Ist eine nette Dreingabe. So, platzieren wir uns einfach mal hier. Und platzieren wir uns hier. Was ist denn das für ein Schrott? Sag mal. Was soll das? So, jetzt aber. Mensch. Oh. Ja, gut. Und das hier habe ich jetzt auch absolut verschissen, oder? Nein. Nein, nein, Moment, doch nicht. Ja, gut, vielleicht doch. Ja, komm. So, jetzt aber. Was? Lass los! Nice. Auch coole Idee. Raus mit dir. Ist jetzt meins.
Aber dieses Mal 10 Münzen. Das ist doch schön. Ja, also auf jeden Fall wieder eine nice Idee. Davon auch gerne mehr im Online-Mode. Genau 1000 Münzen. Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder. Heute hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.